Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wir haben hier zwar einiges an Quests, aber die führen mich alle irgendwie da rein, aber da darf ich noch nicht rein. Daher weiß ich nicht, was ich sonst noch machen könnte. Aber wir haben hier zumindest denjenigen gefunden, der uns Giftresistenz beibringen kann. Da können wir auch endlich die Blutfliegen im Nahkampf besiegen, hoffe ich. Vorausgesetzt, wir schaffen es jetzt, die fehlenden 6 Lernpunkte zu bekommen. Wir wissen auf jeden Fall, der Typ hier oben, der kann das beibringen, die Giftresistenz. Heratur. Hat er vielleicht noch eine andere Quest für uns? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Leider. Aber okay. Bei ihm kann ich das lernen. Deswegen sehe ich zu, dass ich irgendwie noch an andere Quests komme. Hier haben wir keine Mission. Hier töte die Kühe des Viehhofs. Plündere die Höfe. Plündere die Burg Treles. Kamax Artefakt. Der Paladin Konrad will seine Magie zu. Kamax Artefakt. Wo gibt es richtig Wertvolles zu holen? Der Schamane Kamak bei der Ausgrabung von Treles trägt ein Artefakt. Muss wohl so eine Art Kraftquelle sein. Naja, kann nicht verkehrt sein, wenn er das los wird. Weißt du, wo ich das Artefakt finden kann? Sieh dich mal beim Tempel von Treles um. Schamane Kamak soll irgendein Amulett bei sich tragen, das seine Zauberkraft erhöht. Das ist sicher einiges wert. Gehen wir mal Richtung Treles. Warte mal, dafür müssen wir nach Süden. Und reden nochmal mit Kamak. Denn hier, glaube ich, komme ich erstmal nicht weit. Dann fehlt uns nur noch der Typ, der uns Krankheitsresistenz beibringen kann. Eigentlich. Da ist ja auch noch ein Hof. Oder was? Ach, stimmt, das sind ja die. Oder wir können mal gucken, dass wir uns vielleicht doch mal nach Vanguard teleportieren. Weil wir haben ja den Teleportstein dafür. Endlich gefunden. In Gotha. Apropos Gotha, da will ich jetzt auch gleich nochmal hin. Ist jetzt ein Weilchen her, wo wir da waren. So, erstmal nach Treles. So, Blutfliege. Ah, da kommt schon der nächste. Nein! Weg, 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 weg. Abstand! Abstand, Abstand! Hier, könnt ihr mir helfen? Ich habe da jemanden mitgebracht. Interessiert die nicht. Interessiert die einfach gar nicht, dass hier eine Blutfliege einfach reinkommt. Die Blutfliege ist ja aber auch hinter mir her und nicht hinter denen. So, wie weit bin ich jetzt von der? Okay, die Fliege ist weg. Von Torus kann ich nicht nochmal irgendwas. Oh ne, die Blutfliege ist immer noch hinter mir her. Alter, die Blutfliege. Die hat ja eine Agro auf mich.
Ich hoffe, ich bin die jetzt los. Hier einfach weiter. So, die haben ja eine Krankheitsdings. Dann kann ich die noch nicht besiegen. So, was haben wir hier? Wolfskraut. So. Dann sind wir schon mal wieder hier. Ich rede mal mit Kamak. Zu schwer. Zeig mir deine Ware. Hat nichts. Gibt's da drinnen wieder Gegner? Ja, wir können die knacken. So. Nochmal magisches Erz. Okay, perfekt. Die hatten wir schon. Ich sehe nichts. Das hatten wir schon. Alter, die Musik. Goldpokal. Schatulle. Hier gab es doch noch ein paar Sachen, die ich vergessen hatte. Okay, sonst gibt es hier nichts. Obwohl ich oft das Gefühl habe, hier ist irgendwie ein Geheimgang oder so. Warte mal, wie viel magisches Erz haben wir jetzt? Was ist das? Ruinenstein des Rippers. Mit diesem Stein kann sich jeder Held in einen Ripper verwandeln. Ah! So, 4 Erz. Wir brauchen 5. Für die eine Quest. Wo kriegen wir das eine Stück noch her? Beziehungsweise gibt es hier sonst noch was? Irgendwo versteckt, vergraben, wie auch immer. Ich glaube nicht. Und jetzt brauchen wir so schnell noch 5000 Punkte. Was wäre, wenn ich jetzt hier die Orks angreife? Weg mit der Waffe! Es gibt einen Kampf! Da! Bleib stehen! Das hat gesessen! So, der da hinten. Da. Schon. Alter! Ja. Okay, die töten mich hier. Ich habe hier gespeichert. Wird wohl nicht so einfach sein, die Orks hier zu töten. Ich frage mich aber, sind wir vielleicht endlich in Khabdun da in der Nähe in der Lage, die Patrouille da zu töten? Ich will das unbedingt können jetzt. Die kann ich hier leider nicht töten. Also sind mir zu viele gerade. Aber bei Redorf da hinten und Khabdun und Adair in der Ecke, da sind jetzt 2 Patrouillen, die ich gerne erledigt haben möchte. Aber ich weiß nicht, ob ich schon in der Lage dazu bin. Apropos, wie viel Gold habe ich? 35.000. Ich glaube, wir könnten eigentlich uns schon doch in Redok die nächstbessere Rüstung kaufen, oder?
Dann gehen wir erstmal dahin. Und ich stelle mir die Frage, wo kriege ich das nächste Dingens her? Das letzte Stück Erz, magisches. Sind hier irgendwelche Viecher wieder da? Oder sind die jetzt weg? Wir müssen auf jeden Fall bei Gelegenheit auch nochmal in Gotha vorbeischauen. Aber wie kriegt Gorn eigentlich immer wieder hin? Das hatte ich glaube ich schon mal gefragt. Festgenommen zu werden, obwohl er so ein starker Krieger ist. Arrakos? Klar, warum nicht? Ich speichere nochmal, bevor ich Taschendiebstahl mache. Ich glaube, ich will das gar nicht. Zu schwer. Was willst du? Am besten, du erledigst das selbst. Heile meine Wunden. Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Als wenn das so einfach. Zu schwer. Okay, gehen wir weiter. Denk darüber nach. Und es kommt noch schlimmer. Gab es hier nicht noch einen Ripper? Irgendwo? Dort? Ich habe so das Gefühl, hier sind gar keine Gegner mehr. Hat sich doch alles gespawnt oder beziehungsweise wurde alles ausgeräuchert hier. So, hier war irgendwo eine Blutfliege, meine ich. War hier nicht eine Blutfliege? War auch da. Und ich dachte, ich könnte mich einfach mal an die Pflanze da heranwagen und es einsammeln. Falsch gedacht. So, das haben wir ausgerüstet. Hat er vielleicht eine neue Quest? Dominik? Zu schwer. Zeig mir deine Ware. Ja, okay. Aber der hat wenigstens wieder so viel. Und eine Lederkluft. So, kann ich das verkaufen? Das? Hier behalte ich mal alles. Das kann ich ihm verkaufen. So, Assassinenmesser. Die behalten wir. So, sonst der Rest Goldausgleich. Da ist die Brücke. Ich freue mich, sobald wir die... wo kommst du denn her? Wo kam der denn her? Da ist noch ein Wildschwein. Okay, hat sich doch wieder gerespawnt alles. Okay, wir waren aber auch lange nicht mehr in diesem Gebiet hier. Sehr lange nicht mehr. Das heißt, hier können wir doch noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln, kriegen.
So, Schlange. Was ist mir gerade der Goblin hier auch wieder da? Nope. Aber Hase. Gib Fleisch. Finde ich schön. Ich glaube, ich renne erstmal nicht allzu viel. So, nehmen wir alles wieder mit. Stimmt, den Strand könnten wir eigentlich auch nochmal erkunden, da bei Aldea. Da müssten wieder Schildkröten und Lurker wieder da sein, jede Menge. Achso, ich dachte... Ich dachte, wir werden jetzt von irgendwas angegriffen. Ich gehe aber erstmal hier rum, nach unten. Und zuerst nach Redok. Ich will da erstmal gucken, dass wir die nächst bessere Rüstung irgendwie bekommen. Zumindest ein bisschen besser wäre. Wäre schon schön. War das hier der Eingang? Ja, das hier war der Eingang. Apropos, hatten wir hier nicht auch noch eine Truhe, die wir nicht öffnen konnten? Die wir jetzt vielleicht öffnen können? Hier. Jetzt können wir die öffnen. Abgebrochen. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Truhe öffnen. Ja. Nice. Noch ein paar schöne Sachen. Oh, stimmt, dann können wir hier nochmal die ganzen Orte absuchen, Höhlen und so weiter. Ob da nicht doch noch etwas ist, was wir nicht öffnen konnten? Hier gab es doch bestimmt auch noch was. Ne, die haben wir schon. Okay. Ein Knüppel liegt hier noch rum. So, was Fleisch angeht, das müssen wir wieder... ganz nach oben kriegen. Ist ein bisschen zu wenig. 30 Fleisch. So, Rebell. Joy. Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Ah, ja. Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Warum nicht? Training ist immer gut. Warte. Speicher einmal. So, kämpf mit mir in der Arena. Mit mir in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf ist. Wir sehen uns in der Arena. Den schaffen wir doch locker, oder? Jetzt werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Yo, Ruf bei Redok plus 10 auf 100. So, was hat er hier alles? Nehmen wir alles mit. Nice. Reden wir nochmal mit Joey. Und gucken wir mal, was er dann zu sagen hat.
Immer auf die Kleinen. Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Hier, nimm diesen Heiltrank. Der hilft bei Wunden. Nice. So. Ich will hier aber immer noch nicht klauen. Norris? Nee, ich will nicht mit Norris, ich will mit Javier. Rebell. Copper. Rebellen. Rebell. Kiff. Zeig mir deine Ware. So, Langschwert. Ein Bauplan für ein Bastardschwert. So, den Orkschlechter kann er haben. Den hier kann er haben. Das hier darf er haben. Die Armbrust behalten wir. Den darf er haben. Hier, Blitz beschwören. Ach, hier lassen wir alles. Den darf er haben. Die beiden darf er haben. So, Goldausgleich. Ich gehe mir mal hier hinlegen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Was hat er denn eigentlich für ein Schild? Ich würde gerne sehen, was du für ein Schild hast. Sieht auch aus wie so ein Holzschild. So, Rebell. Rebellen. Marlo. Was hat er? Zeig mir deine Ware. Nichts Besonderes. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist aber, wenn wir Giftresistenz haben, sind wir dann wirklich richtig immun dagegen? Oder? Zeig mir deine Ware. Sonst hat er auch nichts. So, ich gehe trotzdem nochmal zum Händler da oben. So, wie hieß der nochmal? Ich glaube Gavel oder so. Gelford. Richtig, aber trotzdem. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Warte mal, noch nicht. Erstmal gucken, was haben wir gerade? Wir haben die leichte Rebellenrüstung. Zeig mir deine Ware. Und Lederkluft, leichte Rebellenrüstung, Rebellenrüstung. Dann schwere Rebellenrüstung, 60.000. Oder auch 190.000 für die Paladinrüstung. Könnte mir die leisten. Oder ich kann auf 60.000 sparen und das da holen. Nee, warte mal. Wir ziehen die hier aus. Und verkaufen ihm. Zeig mir deine Ware. Unsere alte Rüstung. Die hier. Und nehmen uns dafür. Noch die nicht. Hier. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Ah, okay. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Ah, okay. Was haben wir gerade für einen Ruf bei den Rebellen? 17. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Beim Waldvolk haben wir Ruf 40. Klar, warum nicht? Okay. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich muss dann wirklich zusehen, ich speichere trotzdem nochmal, dass ich die Patrouillen da irgendwie ausgeschaltet kriege. Am besten, du hältst dich da raus. Die eine ist ja hier vorne. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Die will ich zuerst irgendwie loswerden.
Wo sind sie jetzt nochmal genau? Da. Speichere nochmal, bevor ich mich mit denen anlege. Vor allem, die sind immer wieder neu bewaffnet. Waffe weg! Oder damit aufhören! Da! 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 Keine gute Idee, wie ich das vorhatte. Bleib stehen, Mora! Nein! Alter. Da. 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 Gut gemacht. Wenn jemand zuschlägt, dann... Laden wir nochmal. Das war das. Ich muss die irgendwie... Ich muss das irgendwie hinkriegen. Das... Das wird schwer, die irgendwie tot zu kriegen und dann noch... Beziehungsweise erstmal kaputt zu hauen. Und dann auch dazu tot zu kriegen. Die sind jetzt aber hier mittlerweile orange. Mach dich nützlich, Mora. Lass mich in Ruhe. Die Flammen erinnern mich an den Krieg. Waffe weg! Ist der erste tot? Da! Da! Jo, warte, warte, rennen wir. Bleib stehen, Mora. Okay. Hab ich dich endlich. Da. Nee, die stehen auf. Wieso kann ich die nicht töten? Ich kann die gar nicht töten. Warum? Ich verstehe das nicht. Oder kann ich die nur mit Pfeil und Bogen töten? So. Das ist der mit der Armbrust. Wollt ihr wohl damit aufhören? Bleib stehen, Mora! Hab ich dich! So, ich versuche mal gleich die Waffe von dem. Rock am Brust. Jetzt. So. Aber ich glaube, ist er tot oder ist er nicht tot? Vielleicht nur einzeln? Da! 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 Da ist nichts mehr zu holen. Wieso kann ich den nicht töten? Ich verstehe das nicht. Wenn der aufsteht gleich. Ich trinke noch mal eben Heiltrank. Mein Schädel. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ist er jetzt tot?
Der zählt jetzt als tot. Ah, okay. Okay, auf diese Art und Weise können wir die töten. Waffe weg! Du wagst es, mich zu schlagen, oder? Jo, ich will den da, den Großen. Hör auf da random irgendwen anzuzielen, sondern ziel auf den, den ich will. Bleib stehen, Mora. Ah, es ruckelt zu viel. So. Ja, komm. Der ist tot. Nein. Weg, 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 renn. So, nochmal ein Heiltrank. So, den da kriege ich jetzt noch mit zwei Schüssen tot. So, jetzt. Ja! Jetzt haben wir die. So, okay, auf diese Art kriegen wir die tot. Hier lag doch noch irgendwo jemand. Da. Der ist gelootet. Okay. Habe ich es jetzt raus? Also die Ork-Patrouille ist jetzt hinüber. So, bei wem musste ich das? Und die Ork-Patrouille? Bei Gelford war das? Okay. Sage ich Gelford schon mal... nicht hier runterfallen, bitte. Dass die eine Patrouille schon mal weg ist. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Okay, warte. Nee, das wollte ich nicht. Bei den Rebellen 18 haben wir jetzt einen Ruf. Okay, mit Bogen können wir die töten. Ah, nein. Ach, ich dachte schon. Es ruckelt mir zu viel. So, dann werden wir hier das gleiche machen. Beziehungsweise gucken wir mal, wie viele Orks sind denn hier? Hier sind 1, 2, 3. Auch 4. Zu schwer. Mach dich nützlich. Verschwinde. In der Mauer liegt die Kraft. Okay, ich muss die erstmal so bekämpfen. Okay, das wird so nix. So. Okay, der eine mit der Armbrust macht mir Sorgen. So. Ah!
Ja, den haben wir. Jo, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ja, jetzt haben wir den auch. Jo. Nein, komm da rüber. Ja. Ah, verdammt. So, nehmen wir alles mit. Da vorne lagen noch zwei von denen. Wo liegen sie denn? Hier. So, Ork-Armbrust. Und hier noch. Ne? Wo lag denn der andere? Kann doch nicht sein, dass er jetzt schon gedespawnt ist. Da. So, und Crusher Gash. So, noch einen Heiltrank eben. Und speichern. Dann fehlt nur noch der eine. So. Nein! Ja, nice. Frische Barock. So, aber der ist schon gelootet, geplündert. Okay, wir haben sie alle besiegt. So. Perfekt. Okay, mit Pfeil und Bogen können wir die töten. Waffenbündel. So, die Truhe looten wir jetzt. Ist jetzt alles meins. Nice. So, dann gehen wir jetzt zurück nach Redok. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? 2000 Erfahrung. Perfekt. Und Rodde, die werden sich sehr freuen. Da können wir die Giftresistenz auch gleich holen. Gelford? Da. Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Innos sei Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem, gut gemacht. Hier hast du einen Anteil von unserem Gold, Fremder. Okay, aber habe ich jetzt... Kann ich unten Bescheid sagen? Bei, Javier? Irgendwem werde ich doch wohl Bescheid sagen dürfen, oder? So, Rebellen... Pass auf dich auf. Nein. So, Norris. Rebell. Javier. Ich kann niemandem Bescheid sagen deswegen. Rebellen. Rebell. Copper.
Joey? Ich kann niemandem Bescheid sagen. Okara? Nemora? Ein neuer Mann für Nemora? Ah, mit Russell hätten wir reden können. Ja, okay, das wird dann wohl noch nix. Mit Dings. Mit der besseren Rebellenrüstung. Machen wir dann. Also, mir fehlt noch ein Ruf. Ich könnte eine bessere Waldläuferrüstung kriegen. Aber will ich das? Ich speichere trotzdem mal. Und ich schau mal, vielleicht gibt es hier noch irgendwo Hirsche. Vielleicht. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir das irgendwie mit den Hirschen machen müssen. Wenn wir hier sind, können wir das ja irgendwie gucken, dass wir das doch noch irgendwie geschissen kriegen. Wie sieht es bei denen aus? Sind die noch grün oder orange mittlerweile? Die sind noch grün, okay. So, zeig mir deine Ware. Assassinenbogen, nee, danke. Kann das weg? Die können weg. Die können weg. Und die Kruschwarok können weg. Davon kann einer weg. Goldausgleich tauschen. Wenn das so einfach wäre. Also immerhin habe ich rausgefunden, wie wir die Orks da töten. Die sind aber wenigstens wieder alle grün. Also das sind wieder Verbündete. Ich brauche aber dringend besten Ruhe. Ah, haben wir. Nein? Okay, egal. Der ging daneben. So. Kommt er gleich wieder? Der muss gleich wieder kommen, oder? Ich sehe den nicht. Der spawnt erstmal durch den Felsen. Alles klar. So, können wir das jetzt eigentlich öffnen? Ja, wir können das jetzt endlich öffnen. So, was haben wir denn da? Scavenger-Ei, böses Vernichten, 17 Gold und ein Ring der Pfeilabwehr. Nice. So, apropos, Adea haben wir ja.
Erlege die scheuen Hirsche. Kannst du mir das Jagen beibringen? Allerdings nicht umsonst. Jeder muss heute sehen, wo er bleibt. Du bringst mir das Fleisch der scheuen Hirsche drüben im Osten und ich zeig dir ein paar Tricks. Was meinst du? Ist das fair? Besorg dir das Fleisch der scheuen Hirsche. Gut, aber pass auf dich auf. Also hier im Osten wollte er das Hirschfleisch haben. Wer wird hier markiert? Ach, der Rebell. Ich hoffe, dass wir reichen, was wir jetzt hier eigentlich haben. War hier eine Truhe, die wir nicht öffnen konnten? War die noch rot? Ne, die sind beide geplündert. Da haben wir eine Schlange, die ist mir jetzt egal. Oh. Da gibt es wieder welche. Da gibt es wieder Banditen. Jetzt wirst du was erleben. Bleib stehen. Ne, komm her. Ich warte auf dich. Yo. Kampfstil war ja ganz anders. Das war ja nice. Speicher vielleicht nochmal, bevor wir da wieder reingehen. Jetzt bist du dran. Hinter mir ist jetzt nichts, ne? Ganz anders. So, nochmal speichern und den nächsten holen. Dass die anderen einfach nichts bemerken. Bleib stehen! Na komm her. Hinter mir ist jetzt auch nichts. Ist mir nicht aufgefallen, dass unser Schwertkampf mittlerweile so nice ist. Jetzt wirst du bluten. Wer soll bitte herkommen? So, den da mache ich auch noch. Nein, nicht das Lagerfeuer, der Bandit bitte. So, und der schwere Bandit. So, sein Schwert will ich auch noch.
Gibt's hier noch irgendwo Hirsche? Nee, aber Blutfliegen. Achso, das ist der Hase. Warte mal, ich muss nach da oben, ne? Nimm Blut. Ne, hier. Hier muss ich hin. So, Chris? Hä? Wo muss ich... Wo muss ich seine scheuen Hirsche bitte finden? Das Schwert nehmen wir mal mit. Bin ich jetzt ernsthaft? Wer hat gesagt, hier östlich? Wo sind denn die Viecher bitte? Die, die er haben will. Können nur hier irgendwo sein. Noch eine Blutfliege, die scheiß Viecher. Da unten vielleicht? Und das bezweifle ich. Hä? Oder muss da wirklich dann draufstehen, scheue Hirsche? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da schon alles abgesucht, mehrfach. Wie viel rohes Fleisch habe ich denn? So, Schinken. Gebratenes Fleisch, hier rohes Fleisch, 6. Da haben wir wieder so einen Eber. Bleiben aber erstmal auf Abstand von dem. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Na, aber egal, dann würde ich sagen, kümmern wir uns darum in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.